Hallo Leute, willkommen heute zu meinem Video. Heute machen wir wieder ein schönes Video. Heute machen wir ein ganz schönes Video wegen. Heute machen wir ein Video wegen. Also, erstmal Happy New Year to everyone. Also, frohes neues, frohes Jahr, also, Leute. Also, ich hoffe, ihr habt gute Feiern. Und heute sag ich euch, also, echt was heute. Also wegen bei Weihnachten war ich also gemacht habe, wegen Schmuster zum Krankenhaus. Also ja, lass uns anfangen. Okay Leute, lass uns anfangen. Also es war Weihnachten, also ich habe die ganze Zeit bei der Uhr geguckt und dann haben wir ein bisschen Essen bevor. Also es war schon fast 12 Uhr, war es 12 Uhr, ich habe mich so aufgeregt. Da haben wir erstmal gebetet und danach beten haben wir dann angefangen die Geschenke offen zu machen. Und dann hatte jeder ein Geschenk, ich auch. Und dann habe ich, also dann war ich die Letzte, die dann das Geschenk der Affen gemacht habe. Da habe ich gesehen, es war ein Roller, dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Habe ich dann gesagt, Papa, kannst du mir das also zusammen machen? Hat der ja okay gesagt. Da habe ich gewartet, gewartet, dass der fertig ist. Dann habe ich die ganze Zeit hier gespielt, Da habe ich auch gesagt, oh, das ist voll schnell. Dann, wo ich also da hinten war, also da ganz hinten, bin ich dann hier zurückgekommen und dann die Lichter, ihr wisst doch diese Lichterketten an dem Baum, dann ist die Lichterkette an den, also an dem Roller dann gehangen, dann ist meine Hand, dann habe ich immer noch den Roller, also meine Hand gehalten, also diese Hand. Und dann bin ich umgefallen und dann habe ich diese Hand losgelassen, dann bin ich voll umgefallen, habe dann irgend so einen Knacks gehört, meine Mama ist auch bewegt und dann habe ich auch, dann war es auch so die ganze Zeit. Und dann habe ich auch, da hat meine Mama es auch angefasst, dann ist das ganze Zeit dann gekommen. Dann hat sie also Eis geholt, dann in meinen Arm gemacht, dass es also ein bisschen kühler wird. Dann mussten wir ja schon schlafen gehen, also dann musste meine Mama dann in mein Bett schlafen. Und dann beim nächsten Tag war es richtig geschwollen, also ganz, ganz doll. Dann sind ich und mein Papa also zum Arzt gegangen. Und dann haben wir ganz, ganz doll, also lange gewartet. Also wir auch noch die Letzten war, da weil es auch gebrochen war. Also es war gebrochen, hat der unser Arzt gesagt. Also dann hat der Arzt auch gesagt, dass wir auch eine Nacht da schlafen müssen. Dann hat der Arzt mir so eine Creme gegeben, wegen ich musste eine Spritze machen. Die haben so also die Operation gemacht für meinen Arm. Also ich habe aber geschlafen, deswegen die haben mir eine Schlafkamette gegeben. Also die Spritze hat mir dann zu schlafen gebracht. Bin ich aufgewacht, da war schon dieser Gips daran. Und dann beim nächsten Tag, mussten wir dann, also da haben die Krankenschwestern mir dann in den Zimmer also gebracht. Und dann dann war auch meine Mama schon da. Dann haben wir jetzt nur, also dann habe ich mich ja nur hingelegen, habe ein bisschen geschlafen und dann bei dem nächsten Tag müssten wir dann zum Arzt gehen und dann ein Foto machen erstmal für meinen Arm. Und dann, dann müssten wir dann wieder zurückgehen zu unserem Zimmer. Haben wir also für den Arzt also gewartet, dass er gekommen ist und dann mir also einen Verband dran macht an den Gips. Hat er auch gemacht, so wie wir sehen können. Und dann hat der Arzt auch gesagt, wir können jetzt zu Hause gehen und alles. Also wir können jetzt auch nochmal auch zu Hause gehen. Und dann hat uns unser Papa abgeholt und dann war alles zu Ende. Und Leute, jetzt auch schon, also meine Hand wird echt besser. Ich kann auch schon ein paar Sachen alleine machen. Jetzt ist die echt gut. Also ich kann schon viele Sachen alleine machen. Und ja, also das habe ich euch jetzt erklärt, wie es passiert ist, meine Hand gebrochen ist. Und pass auf, wenn ihr spielt und so. Pass auf für eure Spielzeuge, dass dir nicht irgendwas passiert, eure Hand verbricht oder. Okay Leute, also schreibt mal unten bei die Kommentare, was euer also Neujahrwunsch ist. Mein Neujahrwunsch ist, also dass ich also mehr Videos mache. Also ich mache jetzt Videos also immer zweimal in der Woche.
Und ja, also schreibt mal unten bei den Kommentaren, was euer Wunsch ist, also für Nuje. Und ja, also ihr könnt auch unten bei den Kommentaren machen, sagen, also schreiben, was ich für mein nächstes Video mache. Und ja, also das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und das Video zum Teilen. Ja, und ja, peace.